Hallo, liebe Klemmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wie ihr seht, ich habe wieder einen Stapel Kartons und Zeugs vor mir liegen. Das bedeutet, ich habe mal wieder ein Haul-Video für euch. Dieses Mal habe ich eine Kleinigkeit von eBay, hier dieses weiß eingepackt, interessante Paket, also das ist ein Paket. Und wenn man das mal zur Seite und hier drei Pakete ohne Umverpackung, und zwar die habe ich im Laden gekauft, die habe ich bei Frankensteins im Museumsladen gekauft. Und das war ja jetzt die letzte Woche, habe ich euch ja das Video dazu präsentiert, und jetzt habe ich hier auch noch praktisch ein paar Sets, die ich mir dort im Laden gekauft hatte. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege noch ein weiteres Set, das ich hier euch noch mit im Video präsentieren kann. Das hat sich allerdings ein paar Tage verzögert und dementsprechend habe ich jetzt halt hier 5. Das reicht ja auch. Das ist mehr als genug, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Zuvor noch eins. Ich bin ein bisschen überrascht worden. Ich bin jetzt eine Weile lang bei unter 250 Abonnenten rumgedümpelt und habe gedacht, ach, dann warte ich mal mit einem 250 Abonnenten-Special oder sowas, dass ich sowas mache. Jetzt ging es irgendwie rasant, jetzt bin ich bei 260, plötzlich 13 Abonnenten mehr oder so innerhalb von ein paar Tagen. Frag mich nicht, wie das dazu kam, ich freue mich natürlich. Ich bin ja jetzt hier immer noch der kleine YouTuber und das ist okay, aber ich freue mich über neue Abonnenten und jetzt ging es halt mal wieder plötzlich schneller bergauf. So kann es gehen. Jetzt habe ich aber bloß nichts vorbereitet. Andere sind ja professioneller, die machen schon wahrscheinlich ihre Videos bei 200 Abonnenten und sagen, oh, jetzt mache ich ein 250 Abonnenten-Special. So bin ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, was ich jetzt da groß zu sagen soll, außer Danke. Das sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal hier im Haul-Video. Danke, dass ihr mir die Treue haltet, dass es so viele Leute gibt, die sich für meine Videos interessieren. Das freut mich. Und weiter so. Gern, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, auf den Abo-Knopf drücken. Das freut mich wirklich immer sehr. So, zu den Sets, die ich mir gekauft habe. Ich habe hier so ein bisschen durch die Bank hier verschiedene Sets gekauft. Und zwar einmal habe ich hier von Keyplay einen kleinen Löwen, so eine Steinstatue. Ich glaube, das sind so Sets aus der verbotenen Stadt, die da in Zusammenarbeit auch erschienen sind und so. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe mich damit jetzt nicht so wahnsinnig beschäftigt. Auf jeden Fall, das ist das Keyplay-Set K10110. Ich mag Keyplay und das ist tatsächlich mein erstes OVP-Set von denen. Und da freue ich mich drauf, das zu bauen. Ich finde die Boxen hier immer so richtig schick. Die sind dieses rot glänzende Finish, das die haben. Das finde ich echt super schick. Hat mich auch 15 Euro, meine ich, gekostet. 16 Euro, ich glaube, das ist das teuerste von den Sets hier. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Das kleinste und, glaube ich, das zweiteuerste. Das hier kostet noch 1 Euro mehr. Hat nicht viele Teile, wird irgendwie irgendwann mal so nebenher mal aufgebaut, aber da freue ich mich drauf. Das ist was Schönes. So, und dann habe ich noch hier für 16,95 mitgenommen ein Cuman Princess Leia. Das ist mehr was für meine Tochter. 458 Teile, zwei Minifiguren, die Nummer 2614 von Cuman. Cuman mag ich auch, ist ja die gleiche Firma wie Keyplay, bloß hier mit anderem, ein anderes Label. Das Keyplay ist halt das Erwachsenenlabel, das hier ist das Spiellabel. Und ja, eine Kutsche, ein kleines Mitbringsel für meine Tochter, deswegen habe ich es mitgenommen. Ob ich das hier im Kanal aufbaue, ich glaube eher nicht, das kriegt meine Tochter in die Hand, das soll sie bauen.
aber vielleicht will sie es vorstellen, vielleicht auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall hier nochmal ein Cumin-Set. Und dann, es war im Angebot, ich konnte nicht widerstehen, für 15 Euro, hier sieht man es, ein kleines Häuschen von Woma mit 653 Teilen, 653 Teile für 15 Euro. Das nimmt man halt mit. Da denke ich gar nicht groß drüber nach. Da nehme ich das Häuschen mit. Und von Woma habe ich auch noch nichts gebaut. Mal wieder. Ja, werde ich bauen, werde ich mir anschauen. Ist halt spannend, immer mal wieder was zu bauen, was man selber noch nicht kennt. Interessant finde ich hier dieses Creator-Zeichen. Das ist schon vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn Lego das sieht, aber ansonsten ist das natürlich hier ein eigenes Design. Scheinen Minifiguren dabei zu sein, ob die okay sind oder nicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber das sieht so aus. Also das sind jetzt keine Riesenhäuser, das sind mehr so die vielleicht in City-Bereich irgendwie reinpassen, also nicht zu den Modulars. Aber trotzdem kann man die Dächer abnehmen und so. Also keine Ahnung, vielleicht ist es cool, vielleicht auch nicht. Muss man schauen. Gut, das waren jetzt hier die vor Ort gekauften Sets und jetzt habe ich, wie gesagt, noch eine eBay-Bestellung. Es war mal wieder ein Angebot. Es sind Minisets von Lotz wieder. So schrecklich viele habe ich da ja noch gar nicht gebaut, aber ich finde es ja eigentlich immer schön und verlockend. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Ich habe schon wieder vergessen, was ich bestellt habe. So, also, was habe ich bestellt? Hier einmal den Ice Cream Van von Lotz mit 1244 Mini-Steinen. Der erinnert ein bisschen an den Xingbao Ice Cream Wagen oder ziemlich stark. In den Details ist er anders, aber ich würde sagen, der ist deutlich inspiriert von dem Xingbao Ice Cream Auto. Habe ich das eigentlich noch irgendwo rumstehen? Ich meine, ich hätte ihn noch irgendwo rumstehen. Vielleicht habe ich ihn auch schon verkauft. Oh, mir fehlt die Übersicht. Hier sieht man das Ganze von hinten. Die OVP sieht erstaunlich gut aus. Naja, war ja nur in so einer Plastiktüte verpackt. Da könnte alles passieren. Aber das hat, ich glaube, GLS oder DPD. Einer von beiden hat es echt schön geliefert. Bin ich erstaunt, bin sehr zufrieden. Einmal Lotz Mini. So, und jetzt haben wir nochmal Lotz Mini. Also, rein optisch erinnert das gleich auch an das Keyplay-Set hier und mit den rot-goldenen Farben. Und das kommt nicht von ungefähr, weil das ist nämlich auch hier ein Set, das traditionell chinesische Themen hier bearbeitet. Hier haben wir so eine Drachenfigur und der Karton, der ist cool hier mit diesem Bild an der Seite, auch hier der Originalkarton in einem sehr guten Zustand. Wie viele Teile haben wir hier? 1024, die Nummer 1931. Hier also auch Ministeine, sonst würden wir hier nie 1000 Stück reinkriegen.
wahrscheinlich viel Kleinscheiß, aber das kennen wir von Lutz und auch das finde ich sehr cool. Mini Modular steht da drauf. Naja, Modular ist was anderes, verstehe ich was anderes drunter. Und da scheint hier auch so ein bisschen Mauerteil dabei zu sein. Und ein paar Firecracker und sowas. Auch darauf freue ich mich, das ist cool. Das ist was. Ich probiere gern mal auch neue Sachen aus. Klar, ich baue unheimlich gern meine Modulars, meine Häuser. Aber ich probiere halt auch gern mal neue Marken aus und gehe mal in andere Richtungen, was man so bauen kann. Meistens kehre ich dann wieder zu meinen Modulars zurück. Einfach aus dem Grund, dass die wahnsinnig viele Steine auf sehr kompakten Raum eigentlich vereinen. Also viel Bauspaß für wenig Platz, den ich nachher hier brauche. Ich meine, 5000 Steine im Modular, das ist halt immer noch ein 32x32 Block, der vielleicht ein bisschen höher ist. Und dann kann sich den nächsten direkt nebendran quadratisch praktisch gut hervorragend, dann habe ich 10.000 Teile auf einer 32x64 hier Grundfläche. Jetzt schaue ich mir mal die Mode King Star Wars Schiffe an, die mit 10.000 Teilen, dann habe ich so ein Ding, so breit. Ja, wo soll ich denn das hinstellen? Also, und ich habe echt das Problem, dass ich kaum Platz habe für die fertigen Modelle. Ich muss immer wieder was abbauen, verkaufen, damit ich was Neues überhaupt bauen kann. Wahrscheinlich wäre dann die Schlagzahl hier von den Videos noch größer, wenn ich nicht neben zwischendrin immer mal wieder was abbauen müsste. Und Platz schaffen und verkaufen, das kostet alles Zeit. Naja, man gut, ist gut, dass ich es verkaufen kann, weil sonst wird sich das finanziell nicht rechnen. Hier, die YouTube-Einnahmen sind ein bisschen null. Vielleicht die bei Amazon kommen vielleicht mal 3,50 € im Monat rum. Also davon kann ich mir die Sets nicht kaufen, die ich hier vorstelle. Das ist schon mal klar. Das kommt alles aus eigener Tasche, beziehungsweise wird dann halt wieder rückgeführt durch die Verkäufe. Das passt dann schon. Gut, das war's jetzt hier von meinem Haul. Wieder 5 schöne Sets, würde ich sagen. Und ich freue mich drauf, die zu bauen. Und ich hoffe, ihr schaut dann rein, wenn ich sie baue. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank für die 250 Abos. Bis dann, euer Axel von Steinreich TV. Tschüss.